Was uns krank macht, was uns heilt. Ja, Aufbruch in eine neue Medizin, Aufbruch in die Gemeinwohlwirtschaftsmedizin. Was uns krank macht, ist erst einmal die marktwirtschaftliche Medizin. Der Arzt und Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes schreibt ja, die moderne Medizin ist zu einer der größten, in weiten Bereichen zu einer der größten Gefahren für unsere Gesundheit geworden. Dem ist aus naturwissenschaftlicher Sicht nichts hinzuzufügen. Sie kennen die naturwissenschaftlichen Analysen wahrscheinlich zu wenig, weil das alles sehr neu ist. Die erste Analyse dieser Arztart tauchte vor circa 40 Jahren auf, von dem laut Wikipedia seit weltweit wichtigsten Denker, der von der Royal Society laut Wikipedia als dessen Buch bezeichnet wurde als das inspirierendste wissenschaftliche Werk aller Zeiten, und da sie das nicht kennen, da unsere Gesellschaft einen riesigen Bildungsmangel hat, sie das nicht kennen, viele Menschen das nicht kennen, wissen sie nicht, dass er damals quasi nachgewiesen hat, dass Rechtsanwälte zwangsläufig in der Marktwirtschaft zwangsläufig Evolutionsverläufe entwickeln, bei denen sie ihr eigenes Verdienen maximieren zum Schaden ihrer Kunden sozusagen. Und das Prinzip, das er da aufgezeigt hat, das ist in allen Teilen der Gesellschaft genauso. Ja, das heißt also, die Marktwirtschaft hat einen neuen Rahmen gesetzt mit der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel. Ich lasse mal die Arbeitsteilung weg, weil die Arbeitsteilung könnte es eventuell auch geben, ohne dass es automatisch zu Schäden kommen müsste, sondern ja, das sollten Sie auch googeln, Partei des Gemeinwohls, PDG, hier die kompetente.beepworld.de. Da ist auch, ja, da gehen wir jetzt gleich mal rüber, da beginnt auch hier ist die Partei des Gemeinwohls, können Sie sehen, und da beginnt dann auch, also Sie sehen es ja schon hier, also ich mache das nur mal deutlich, dass es natürlich nicht nur die Medizin ist, sondern alles in der Marktwirtschaft uns krank macht und heilen macht. Und heilen wird uns die Beendigung der Marktwirtschaft. Ich mache nur mal ein Beispiel. Die Kosmetikindustrie. Die kosmetischen Produkte führen zum Beispiel dazu, dass der Geruch irritiert wird durch Parfüme und ähnliche Stoffe, die ja in den Kosmetika fast überall drin sind. Dadurch kommt es häufiger dazu, dass Kinder entstehen aus Körperkontakten, die nicht zustande gekommen wären, wenn der Geruch nicht getäuscht worden wäre durch Parfüme. Und denn wir haben olfaktorisch, also vom Geruch her zum Beispiel Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir über den Geruch den Partner für das nächste Kind finden, mit dem wir zusammen ein starkes Immunsystem, genetisch die Grundlage für ein starkes Immunsystem schaffen können. Und wenn das durch kosmetisch-industrielle Produkte gestört wird, dann kommt es zu Kindern, die genetische Defekte haben, also ein relativ zu schwaches Immunsystem für die Welt haben. Und so erzeugen also diese ganzen künstlichen Dinge genetische Defekte.
Und wenn dann solche Kinder genetische Defekte haben, beginnt man in der marktwirtschaftlichen Medizin schon, sie von Anfang an entwickelt man vorteilbringende Irrtümer, dass man eben sagt, anstatt das so zu machen wie die Naturvölker, die bei denen solche Sätze galten wie die linke Frauenemanzipationsbewegungsdevise, mein Bauch gehört mir. In der Natur galt das noch stärker, nämlich mein Neugeborenes gehört ganz allein mir und ich entscheide, ob es lebt oder stirbt. Und stattdessen kommt dann die Medizinethik, entwickelt also eigene vorteilbringende Irrtümer. Und es sorgt dann dafür, dass wir glauben, es sei in Ordnung, ein genetisch defektes Kind, das jetzt in dem Falle durch die Kosmetikindustrie, marktwirtschaftliche Kosmetikindustrie erzeugt wurde, verursacht wurde in letzter Verursachung, genetisch defekte Kind schmerzlos einschlafen zu lassen, wann auch immer sein Immunsystem als sich zu schwach erweist, entwickelt die Medizinethik profitable Irrtümer. Das sind alles nicht bewusste Prozesse. Wir müssen also von vornherein nochmal ganz klar sagen, in der Marktwirtschaft meinen es alle gut, aber weil das System schlecht ist, entsteht die Hölle auf Erden mit Kriegen und mit allem, was dazu gehört, als Folge der Marktwirtschaft. Ja? Und zwar niemand kann was dafür, das ist ein völlig unschuldiger Prozess, das ist einfach Evolution. Ja? Das ist Evolution an sich. Ne? Und ich lese mal vor, bevor ich nachher die Schaubilder zeige. Ich zeige Ihnen das alles nochmal. Aber vielleicht ganz kurz der Grundgedanke. Wenn Sie jetzt die kosmetische Industrie, wenn wir messen, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner der kosmetischen Industrie entwickeln, dann passiert Folgendes. Die kosmetische Industrie Deutschlands zum Beispiel kann in 200 Länder der Erde noch ihre problematischen Substanzen exportieren. Da ändert sich am Geschäft erst einmal gar nichts, sondern nur in Deutschland muss es sich einfach neue Märkte erschließen, muss neue Produkte herstellen, die zum Beispiel vielleicht, sei es Kosmetika, die nicht diese schädlichen Auswirkungen haben, die nicht krankmachend wirken und so weiter, weil sie sonst für Deutschland, in Deutschland sozusagen nur rote Zahlen schreiben. Wollen sie in Deutschland weiterhin schwarze Zahlen schreiben, also wollen sie hohe Verdienstzuschüsse von Staats wegen bekommen, dann müssen sie sich so umstellen, dass sie für Deutschland entweder eine völlig andere Naturkosmetik machen oder eben ganz andere Produkte machen, einfach nur damit sie in Deutschland weiter produzieren und überleben können, weil die Gemeinwohlwirtschaft, ja, die erste Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde steht ja hier, ja, weil die Gemeinwohlwirtschaft sozusagen also quasi diese ganzen Profite durch Schädigung nicht mehr duldet, ja. Und das, was die Medizin macht, dass sie quasi dann aktiv, die Medizin ist, die moderne marktwirtschaftliche Medizin züchtet ja dann noch, sie macht also quasi aus diesem einen genetischen defekten Kind, aufgrund der Kosmetikindustrie, macht sie sozusagen viele Kinder, indem sie dieses Kind, anstatt das schmerzfrei einschlafen zu lassen, sozusagen, wie es vielleicht auch die Mutter wünschen würde, wenn sie bei klarem Verstand wären und nicht benebelt wäre durch die medizinethischen vorteilbringenden Irrtümer dieser Profitsparte sozusagen oder profitsüchtigen Sparte, dann, und
Stattdessen wird dieses Kind irgendwie immer wieder trotz seines zu schwachen Immunsystems dazu gebracht, dass es erwachsen werden kann und dann wieder eigene genetisch schwache, vom Immunsystem her immungeschwächte, genetisch defekte Kinder in die Welt setzt und dann verdient die Medizinindustrie wieder an diesen Kindern ein fürstliches Geld. Und das ist eben Marktwirtschaft. Und jetzt gucken wir uns mal, gehen wir es Stück für Stück vor, ganz gemütlich. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding da unten rechts hier anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. So, ja, machen Sie sich diese Freude. Die Kompetente, ja, also entscheidend ist der Punkt mit der Kompetenz, entweder man versteht die moderne Naturwissenschaft und das tun nur ganz wenige in der Welt. Die meisten Menschen haben einen eklatanten Bildungsmangel, weil auch die Marktwirtschaft irgendwie auf Verdummung und schlechte Bildungssysteme hinausläuft. Anstatt dass zum Beispiel in jeden Tag in der Schule das von Professor Richard Dawkins, dem weltweit wichtigsten Denker, in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten, diese drei Seiten ständig gelesen und diskutiert werden, wird aller möglicher Müll unterrichtet und so weiter. Ne? Ja. Also die weltweite Seuche Marktwirtschaft, ja, diese soziale Marktwirtschaft, die wir weltweit haben, das ist die Seuche der Menschheit. Das ist die Grundseuche. Und die produziert die Anfälligkeit für alle anderen Seuchen. Ne? Also die weltweite Seuche Marktwirtschaft hat mit all ihren Giften, jetzt, ich habe ja jetzt gerade diese und so weiter, damit ist zum Beispiel auch solche täuschenden Parfümstoffe, die übrigens auch oft giftig sind für den Körper, noch daneben bei. Also hat mit all ihren Giften und so weiter, also ähnlichen Stoffen, alle Immunsysteme stark geschwächt und anfälliger gemacht für Viren und so weiter. Gemeinwohlwirtschaft, GWW, würde zu so gewaltiger Immunstärkung führen, dass Viren und so weiter sehr viel weniger Chancen haben. Ja? Also die neue Medizin, die Gemeinwohlwirtschaftsmedizin, ist genau das Gegenteil von der Marktwirtschaftsmedizin. Da bringt nicht das Krankmachen, das nicht bewusste Krankmachen und Krankhalten der Menschen Geld, sondern das präventive Verhindern jeglicher Formen von Krankheiten, also die Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung, ist die Grundlage, ist die einzige Chance, dann noch Geld zu verdienen und ja, und so würde sich dann alles umstellen. Und diese neue Medizin, übrigens keine Angst, liebe Ärzte, die wird euch, liebe Hausärzte und so weiter, die wird euch kostenlos unterrichtet von Weltrat und Next Scientists for Future. Jedenfalls in dem Land, wo es zu einem Deal kommt, entsprechenden Deal kommt. Und da lernen sie dann alles, was sie brauchen, sie müssen quasi so einen riesigen Kübel nehmen und erstmal alles, was sie im Studium gelernt haben, auf den Mülleimer schmeißen, in den Müll schmeißen, weil das sich überwiegend um Vorteil bringende Irrtümer, die Geld bringen, aber Krankheit eher fördern und begünstigen und vor allem nicht präventiv verhindern. Das müssen sie also quasi, das eine müssen sie in Müll schmeißen und dann Platz machen, dafür völlig neu zu lernen. Und zwar eben moderne Biologie zu lernen, Biologie von Organismen, was uns gesund hält, sauberes Wasser. Sie müssen dann zum Kämpfer werden für sauberes Wasser, saubere Luft, saubere Nahrung, Ursorten, Rückzugszüchtungsnahrung aus in Permakultur gewachsen, Natur. Ja, also alles, was Gesundheit fördert, müssen sie lernen, Bewegung, tanzen, singen, musizieren, alles muss in ihren Gesundheitskommunen, in ihrem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot müssen sie den Menschen helfen, Spaß am Leben, am Miteinander, am gemeinsamen Leben, der Mensch als
Gruppentier muss wieder in die Gruppe gebracht werden und so weiter. Das sind dann alles ihre Aufgaben, die eigentlich die Menschheit zu renaturieren. Ja, also die Marktwirtschaft hat alles denaturiert, also unnatürlich gemacht und damit kränklich. Und sie müssen alles wieder renaturieren. Alles in der Welt. Ja, ja, das ist dann ihre Aufgabe als Hausärzte der Zukunft, als Ärzte der Zukunft. Ne? Ja, und dann naturwissenschaftlich bewiesen, ja, das ist ja diese MEMGEAT, also den Vorläufer der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse, Technik, MEMGEAT, hatte ja der Professor Richard Dawkins damals circa 1980 in dem weltweit inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten. Und wenn, da Sie nicht wissen, was dieses Werk war, zeigt das, dass Sie einen riesigen Bildungsmangel haben. Ja, das ist eben das Phänomen in der Marktwirtschaft, dieser gewaltige Bildungsmangel. Wir sind eben, die Menschheit ist eben jetzt schon mal 40 Jahre hinter den neuesten wissenschaftlichen Überlegungen hinterher. Ne? Hinkt hinterher wie immer. Ne? Ja, naturwissenschaftlich bewiesen, Marktwirtschaftsgesellschaften können wegen zwangsläufiger Etablierung einer von Gehirnwäsche geprägten Scheindemokratie grundsätzlich nicht funktionieren. Nur Gemeinwohlgesellschaft kann funktionieren. Hier wird also auch oder Marktwirtschaft ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft ist Weltrettung und Geldrettung, viel mehr Geld und so weiter, können Sie auch mal lesen, monatlich 600 Euro netto zusätzlich kriegen Sie als Arbeitende und ca. 200 Euro als Rentner mehr im Geldbeutel. Und ja, im Europäischen Parlament, bei den Grünen, Linken, bei SPD und ÖDP, bei kirchlichen Organisationen und Universitäten, überall wird diskutiert über die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und so weiter. Also Sie sehen es hier, ohne diese Parteiseite sollten Sie nicht leben, weil das die wichtigste Seite überhaupt ist und die zweitwichtigste Seite der Menschheit. Ja, kann ich gleich hier Ihnen zeigen, ist ja eben dann hier unsere Homepage. Sie sehen es ja, Sie können einfach eintippen nexts4f.de oder wie gesagt, unten in der Infobox ist ja bestimmt auch was da. Und ja, was mache ich hier eigentlich? Das ist alles Quatsch, was ich mache. Ich brauche doch nur hier zu drücken. Ja, zum Beispiel, oder hier, Sie können hier gucken, About Us, da haben Sie so eine kleine Einführung in Englisch. Und dann gibt's ja natürlich noch viel mehr Seiten, also hier Weltrat der Weisen. Und dann haben wir so die alten Seiten, wo ist es? Die alten Seiten, na, wo sind denn die alten Seiten zum Beispiel? Hier ist noch so eine Speicherseite, Weltrat der Weisen, zu diesem Bild komme ich dann auch jetzt gleich, ne? Ach so, ich kann ja hier oben bleiben, ich muss noch lernen, mit diesem Laptop hier umzugehen. Zu diesem Bild werde ich dann kommen und so weiter. Also, so, dann, ja, das sind alles so alte Seiten, aber die man, wenn man richtig studieren will, muss man natürlich das alles kennen. Ja, 38.535 Klicks. Und ja, da kann man eben auch, ja, das geht ja schnell. Da diese alten Seiten, naja gut, die kann man ja alle ergoogeln. Also wer wirklich studieren will, findet das natürlich alles. Dann haben wir, wollte ich hier wieder zurück und dann gehe ich hier wieder zurück. Ach so, und jetzt werde ich aber mal so ein bisschen mit den Bildern einsteigen. Also, bist du verrückt, du brauchst das doch alles nicht zu machen. Ich muss noch neu lernen, wissen Sie. Ja, das war das.
Partei des Gemeinwohls und jetzt hier, was machen wir bei Weltrat und Next Scientists for Future? Wir machen jetzt, hören Sie gerade die wissenschaftliche Tagesschau heute, unsere Mini-Online-Universität, Mini-Online-Uni, die die pseudowissenschaftlichen Universitäten im Moment ersetzen muss, quasi vorübergehend ersetzen muss, bis die Universitäten gemeinwohlwirtschaftlich werden. Und nach einigen Jahren wird es dort wieder zum Beginn von echter Wissenschaft kommen, was im Moment nicht der Fall sein kann, weil die marktwirtschaftlichen Universitäten selbstverständlich die Verbreiter von vorteilbringenden Irrtümern der jeweiligen Sparten der Gesellschaft sind. Ja, zum Beispiel, dass allein dort, dass dort ein Medizinstudium angesiedelt ist, ist ja an sich schon ein Riesenskandal. Es handelt sich um eine Industrieausbildung, wie man die größtmöglichen Profite auf Kosten der Menschheit macht. Und das wird als Pseudowissenschaft wird an den Universitäten gelehrt, obwohl es dort überhaupt nichts zu tun hat. Die Ausbildung für Pharmavertreter findet ja normalerweise wohl auch nicht an der Universität statt, oder auch die Ausbildung für McDonald's, für Fastfood-Ideologen findet ja wohl normalerweise auch nicht an der Universität statt. Die haben da normalerweise gar nichts zu suchen, genauso wie die Medizin dort nichts zu suchen hat, nämlich der Weg, Geld zu machen mit einem industriellen Vorgehen. Ja, aber das sind alles so Fehler, die man halt gemacht hat, weil die Marktwirtschaft ja überall sich reingedrängt hat. Die marktwirtschaftliche Medizin als Geldmachmaschine sich natürlich auch überall reingedrängt hat. Ne? Ja, und wie gesagt, noch einmal, alle sind unschuldig. Aber wie gesagt, die Marktwirtschaft ist ein System, das so schlecht ist, dass es, obwohl alle völlig unschuldig sind, weil sie sich nicht dessen bewusst sind, was sie wirklich tun, und auch natürlich nicht sich vorteilbringender Irrtümer bewusst sind. Sie halten diese vorteilbringenden Irrtümer ja für bewiesene Wahrheiten. Also insofern sind sie völlig unschuldig, ja. Und trotzdem entsteht die Hölle auf Erden. Ja, und was machen wir? Gesellschaftstherapie, Gemeinwohlwirtschaft durch Gemeinwohlwirtschaft. Das ist der Name, der sich rauskristallisiert hat, weil eben die Gemeinwohlökonomie weltweit in Mode gekommen ist. Da konnte man jetzt sich festlegen auf den allgemeinen Namen Gemeinwohlwirtschaft. Gemeinwohlökonomie ist davon eine Variante. Unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO, ist da GWÖ und GWO. Und dann gibt's noch einige andere Varianten und so weiter. Aber das Oberkapitel lautet Gemeinwohlwirtschaft muss Marktwirtschaft ersetzen. Sonst gibt es keine Gesundheit und kein Glück und so weiter und keine neue Medizin und so weiter, ja. So, und dann Staatscoaching, SC-Staatscoaching, also wir können auch andere Staaten coachen, selbstverständlich. Wir sind ja mit online, können wir ja in einer Sekunde in China sein und dort Englisch mit die Chinesen beraten, ja. PC-Parteiencoaching haben wir ja schon sehr oft gemacht, gab es ja unzählige Talkrunden des Parteiencoachings, haben wir ja schon produziert. GUG ist ja die Großunternehmenscoaching, das wäre die Alternative, dass wir auch bereit wären, ein Großunternehmen durch und durch kostenlos zu coachen, statt eines Staates. Und dann haben wir die Gesundheitsberatung, Gesundheitscoaching, Ernährungsberatung, Präventionsberatung und so weiter. Ja, Individualtherapie, das ist ja eigentlich auch schon Teil der Individualtherapie. Und das Entscheidende überall ist natürlich die einzige Chance für die Psychotherapeuten noch weiter zu überleben in der Gemeinwohlwirtschaft ist dann das Erlernen der VIAT, der VIAT, der vorteilbringende Irrtümer abbaut. Therapie in der psychologischen Beratung, PsychB, nenne ich das ja dann Technik statt Therapie, weil die psychologischen Berater ja keine Therapie durchführen dürfen. Und ja, und dann machen wir ja auch in Kommunen, es gibt ja noch den Gedanken, die Grundstrategie, dass wir eine neue Welt in einer Kommunenlandschaft in Deutschland mit vielen Millionen Leuten schaffen können, experimentell.
das dann so Richtung Mehrgenerationen, Lebensgemeinschaftensupervision beziehungsweise Kommunensupervision, damit es nicht so schlecht läuft in, wie in der Kommune 1 und so weiter. Und dort ist das Plenum gegliedert, wie wir es vorschlagen. Konfliktebearbeitung mit Mediation. Ich bin ja auch als Mediator, ist ja einer meiner Schwerpunkte. Und Irrtümer, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Diese Offenheit für wechselseitige Falsifizierung. Und drittens, fühlen sich alle wohl? Wie stimmt, sieht das mit dem, mit der Wohlfühlstimme in der Kommune aus? Wohlfühl, sind, fühlen sich alle wohl? Sind alle super glücklich? Das, also das sind alles die Dinge, die nötig sind, damit wir eine damit wir eine heilsame Gesellschaft hinbekommen, eine glückliche, gesunde Gesellschaft, wo die, das Wirtschaftssystem heilend wirkt, ja? Und da haben wir auch schon so eines der wichtigsten Bilder. Denn was geschieht, ich habe es ja vorhin vorgelesen, dass also hier immer eine Pseudodemokratie, also Marktwirtschaft und Demokratie sind unvereinbar. Marktwirtschaft führt automatisch zwangsläufig zu Pseudodemokratie. Schluck Wasser. Denn was geschieht? Die verschiedenen Sparten, zum Beispiel die Nahrungssparte, die Kosmetiksparte, die Gesundheitssparten, die Behördensparten und so weiter, alle Sparten deswegen nicht widersprechen wir deswegen dem Thilo Bode von früher Greenpeace, heute Foodwatch, mit seinem Buch Die Diktatur der Konzerne. Das ist zu kurz gegriffen, es ist die Diktatur aller Sparten. Ja, er hat natürlich macht den ganz großen Denkfehler, dass er zum Beispiel die Sozial- und Wohlfahrtssparten in ihrer Gefährlichkeit nicht erkennt, ja? Genauso wie die Gesundheitssparten möglichst viele Kranke produzieren und möglichst viele Menschen chronisch krank halten, um ausreichend Geld verdienen zu können, was man ihnen nicht übel nehmen kann, sondern nur dem System Marktwirtschaft übel nehmen darf. Genauso produzieren die Sozialsparten möglichst viele Langzeitarbeitslose und möglichst viel Sozialfälle, damit sie davon gut leben können. Und genauso produzieren die Nahrungskonzerne ohne, ganz ohne direkte Anvisierung lauter fehlernährte Menschen, aber nur deswegen, weil die Stoffe, die krank machen, auch gleichzeitig die billigeren Stoffe sind, so dass man also zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis kommt, wenn man zum Beispiel statt total reife, schwer zu transportierende, schwer frisch zu haltende, total reife Früchte den Leuten liefert man ihnen einfach Süßigkeiten, die konservierbar sind über Jahre hinweg. Und da kann man dann viel größere Gewinnspannen erzielen. So wird aber die ganze Weltbevölkerung krank, ja. Und aber man kann sagen, die Nahrungsindustrie strebt, hat nicht direkt vorteilbringende Irrtümer, die uns ganz direkt körperlich krank machen, aber durch diesen Kostendruck, den Wettbewerbsdruck, ist es so, dass sie quasi gezwungen sind, uns mit billigen, giftigen Zutaten zu vergiften, ne? Und daran kritisiert wiederum die marktwirtschaftliche Medizin nichts, weil sie ja davon sehr gut lebt, dass die Nahrungssparte quasi der Medizin, den Gesundheitssparten zuarbeitet, ne? Und die schwerkranken Anfangskrankheiten der Patienten bringt, die dann durch Medikamente und so weiter eben weiterhin in chronifizierte Krankheiten umgewandelt werden, in Dauerkrankheiten und dann Stück für Stück verschlimmert werden, so dass dann noch mehr daran verdient werden kann. Und das ist alles naturwissenschaftlich ja bewiesen, denn wenn da ja Charles Darwin recht hat und die Wahrheit herausgefunden hat, gilt Variation und Selektion, Mutation und Selektion als Naturgesetz, als feststehendes Naturgesetz. Und Sie müssten jetzt also sagen, wie jetzt hier
quasi Wahrheit noch überleben könnte in der sogenannten Diktatur der Sparten. Also wie gesagt, nicht Diktatur der Konzerne, es muss heißen richtig Diktatur der Sparten. Ja. Und ja, und dann schauen wir uns mal an, wie anders soll die Evolution verlaufen, als dass jede Sparte ausdünstet ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, die sie glaubt, also die Menschen, errare humanum est, genauso wie das Leben generell Mutationen erzeugt, genetische Mutation, erzeugt es auch ständig memetische, also geistige Mutationen, und die sind dann Irrtümer, also das eine sind genetische Irrtümer, von denen manche sich auch als Vorteile erweisen können, selten, das sind dann die positiven Mutationen sozusagen, und die memetischen Mutationen, das sind eben Irrtümer im Denken oder Variationen im Denken, von denen manchmal auch eine oder die andere dann sich als positive memetische Mutation erweist. Und aber die meisten sind eben Irrtümer, und wenn ein Irrtum zugleich auch noch Karrierechancen, also Geld bringt, Karrieremöglichkeiten und neue Kunden bringt, zum Beispiel mehr Sozialfälle erzeugt, ja, und so weiter, dann wird dieser Irrtum meistens innerhalb der Sparte multipliziert, breitet sich aus und wird dann ausgedünstet in die Gesellschaft hinein. Und dadurch werden dann die Politiker, die Parteien, die Spielfilmemacher, die Journalisten und die Universitäten gehirngewaschen durch die ausgedünsteten, vorteilbringenden Irrtümer. Und da im Gegensatz zur Sozialsparte zum Beispiel auch, die auch einen großen gesellschaftlichen Einfluss haben, aber zum Beispiel auch die Nahrungssparten mit ihrem vorteilbringenden Irrtum, Zucker ist verantwortbar, Zucker ist kein Gift, sondern ist irgendwie vertretbar, mit solchen vorteilbringenden Irrtümern, da stecken dann Milliarden Gelder, das heißt also drin, parallel zu den vorteilbringenden Irrtümern dünsten also auch immer Geldscheine und Geldsummen aus in die Politiker, die Parteien, die Spielfilmemacher, mindestens über Product Placement und in die Journalistenköpfe und die Uni. Das läuft übrigens nicht so ganz so direkt. Man darf sich das nicht so vorstellen. Natürlich übernehmen auch die, da steht's nochmal, vorteilbringenden Irrtümer, ja, VIs, übernehmen natürlich auch Journalisten direkt aus den Sparten und Professoren direkt aus den Sparten bestimmte vorteilbringende Irrtümer. Na, es ist aber meistens umgedreht. Die Journalisten, die schon als Kinder infiziert waren von den typischen vorteilbringenden Irrtümern der vielen Sparten, ja, die machen dann einfach innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien die größten Karrieren, weil die eben nicht ständig Ärger kriegen mit den Werbekunden. Denn wer als Journalist ständig die Werbekunden kritisiert, also zum Beispiel auch die ganzen Gesundheitssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind ja kostenlose Werbung für die, das ist quasi das Dankeschön für die ganzen Werbespots, die Pharma- und Medizinsparten in den öffentlich-rechtlichen Sendern schalten, womit sie ja einen Teil des Gehaltes jedes öffentlich-rechtlichen Journalisten bezahlen. Das heißt, in der Marktwirtschaft kann es gar keine Medien geben, die wahrheitsorientiert sind, sondern die Medien haben immer nur die Aufgabe, also der öffentlich-rechtliche Journalismus ist grundsätzlich ein Gehirnwäschehelfer, ein Propaganda-, Manipulations- und Werbehelfer der Sparten, und zwar aller Sparten, nicht nur der Konzernsparten, ja, sondern
Und wenn er das nicht ist, dann verliert er relativ schnell seinen Job als Journalist, weil er ja ständig sich mit den Werbekunden anlegt und dadurch die Werbekunden zu anderen Sendern wechseln. Und das merkt dann der Sender und sagt, diesen Journalist, der ist nicht tragbar, der kritisiert ja unsere Freunde, die Werbekunden. Ja, und dann ist die Karriere halt beendet. Genauso beim Spielfilmemacher oder beim Politiker oder bei den Parteien. Das läuft alles in die gleiche Richtung, ja. Ja, und ich lese mal weiter, was ich noch so habe. Ach so, ich zeige Ihnen aber erst noch mal so ein bisschen von der Diktatur der Spaten. Also, ist das die richtige Richtung? Wir könnten jetzt die ganze Evolution, habe ich schon tausendmal geschildert, wie die gesamte Evolution abgelaufen ist und wie dort eben die Erfindung der Marktwirtschaft vor 400.000 Jahren mit den Kernerfindungen, Tauschhandel, Markt, Ferntauschhandel uns die kränkliche Entwicklung gebracht hat. Denn natürlich kommt es auch immer wieder mal zu einzelnen genetischen Defekten von Natur aus. Ich habe ja eben gesagt, Mutation, genetische Mutation, wie auch mimetische Mutationen sind zwangsläufig. Im Mimetischen können wir sagen, errare humanum est, und das errare humanum est, irren ist menschlich, gilt auch für unsere Gene. Ja, insofern gibt es immer auch genetische Irrläufer, ja. Aber wenn man die eben, wie das in der Natur geschehen ist, also erstmal in der Natur muss man sagen, wir haben ja zum Glück eigene Abtreibungsmechanismen. Also der Körper, manche genetische Defekte spürt der Körper schon von der Wanderung der Eizelle hin bis zur Gebärmutter und so weiter, spürt die in verschiedenen Phasen ab der Zeugung auf und lässt sie abgehen. Ja, und treibt sie quasi ab. Der Körper treibt quasi, wo auch immer er merkt, dass da genetische Defekte vorliegen kann, wo auch immer er Mechanismen dafür hat, treibt er selber ab. Ne? Und dann in der Natur hatten die Frauen noch das Naturrecht, das Neugeborene dann noch abzubrauchen. Also wenn also bestimmte genetische Defekte bis zum Neugeborenen überlebt haben oder auch das Kind einfach nicht passte, weil es gerade eine schlechte Nahrungssituation oder andere Sachen waren, dann wurde das Kind halt dann, heutzutage würde man es also natürlich drogengesteuert, völlig schmerzfrei und glückselig einfach einschlafen lassen, gar nichts machen, einfach nur Drogen geben und einschlafen lassen, also zum Beispiel einmassieren, Morphium, Opium einmassieren, was auch immer da geht. Ich weiß gar nicht, was da technisch geht, aber so, dass das Kind absolut glückselig eben einschläft. Und dieses Naturrecht müssen wir wieder zurückerobern und müssen uns klar sein, dass die Medizinethik nur deswegen dagegen Sturm läuft, weil sie ja gerne Geld verdienen möchte, natürlich gerne Geld verdienen möchte an den genetisch defekten Menschen und Kindern und möchte die am liebsten züchten, denn was die Medizin ja dann macht, ist, dass sie aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer dann solche Kinder vielleicht oft schon im Mutterleib anfängt zu operieren und zu behandeln. Dadurch verdienen sie Milliarden Gelder auf unsere Kosten und so weiter. Und dann damit züchten sie sich neue Kundschaft heran, weil dann diese, ich habe es vorhin schon gesagt, dann wieder erwachsen werden, Kinder in die Welt setzen, die dann auch wieder die gleichen genetischen Defekte tragen. Also die Natur hatte ihre Regelungsmechanismen mit dem, mein Bauch gehört mir und mein Neugeborenes gehört ganz allein mir und ich als Mutter entscheide, ob das Kind lebt oder stirbt. Und das ist, da darf mir nichts und niemand reinreden und so weiter. Und dadurch würden sich also die größten Teile lösen und dann hätten wir plötzlich
viel, viel weniger genetische Defekte. Der Großteil der behaupteten genetischen Defekte ist ja gar kein genetischer Defekt, denn es ist eben kein genetischer Effekt, wenn wir auf Zucker mit Krankheit reagieren. Das ist kein genetischer Defekt, wird aber in den vorteilbringenden Irrtümern der marktwirtschaftlichen Industrie natürlich entsprechend werden, gibt es Tendenzen, solche Irrtumsausweitungen zu machen und irgendwann alles, ja, wenn wir auf bestimmte Gifte mit Krebs reagieren, dann hat das nichts mit der Genetik zu tun, wird aber oft den Genen in die Schuhe geschoben. Also erstmal erfindet die Medizin viele Gendefekte. Auf der anderen Seite züchtet sie aber auch aktiv, ohne dass ihr das bewusst ist, lauter genetische Defekte heran, sodass dann eine Armee der Gendefekte da ist, die eine dauerhafte Geldquelle für die Gesundheitssparten darstellen. Und deswegen brauchen wir ja die gemeinwohlwirtschaftlichen Gesundheitssparten, damit dann diese Diktatur der Sparten aufhört und ja, wir dann alle Probleme gelöst haben. Ja, also ich lese mal noch wieder ein Sätzchen weiter vor. Ach so, ich wollte das noch zeigen hier. Das ist übrigens die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Also wenn Sie jetzt widersprechen wollten, dann sind Sie entweder ein Kreationist oder Sie schaffen es zu beweisen, dass die Evolutionsbiologie falsch ist. Ja? Dann müssten Sie jetzt aber beweisen können, wie quasi jemand, der zum Beispiel den vorteilbringenden Irrtum, Zucker ist verantwortbar, ist vertretbar, ist kein problematisches Gift sozusagen, wie sozusagen derjenige, der sagt, Zucker ist giftig und ich darf den Leuten nur naturbelassene, reife Früchte und Gemüse und Pflanzen und was auch immer liefern im Naturzustand, damit die Passung zwischen unseren genetisch gewachsenen Stoffwechsel und der Nahrung stimmt, sozusagen optimal ist. Wie jetzt also solch ein Wahrheitsträger unter Bedingungen der Marktwirtschaft nicht ausstirbt und pleite geht, sondern mehr Erfolg hat als der Träger des vorteilbringenden Irrtums, der ja mit seinen Billigprodukten, die zugleich auch süchtig machen, und wenn er dann noch dazu sagt, ja, Körperkontakt statt Süßigkeiten ist ja ganz eklig, widerlich und schlecht, lieber Süßigkeiten statt Körperkontakt. Und wir sind eben die Gesellschaft, in der wir alle lieber rauchen und Süßigkeiten schlecken, statt Sex zu haben. Ja, und das ist dann, solche vorteilbringenden Irrtümer verkurbeln den Umsatz an. Und jetzt zeigen Sie mir, wie ohne all diese vorteilbringenden Irrtümer jetzt der wahrheitstragende Früharzt und Frühhändler jetzt sozusagen größere Fortpflanzungschancen haben als der Irrtumsträger. Und das werden sie nicht schaffen können, weil die Evolutionsbiologie ja beweist, die MEMGEAT, die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik hiermit ja beweist, dass dann diese keine Überlebenschance haben. Das heißt, es gibt in der Marktwirtschaft vielleicht an der einen oder anderen Ecke immer mal zufällig irgendein Aufblitzen von kleinen Wahrheiten. Aber eigentlich sind wir alle so gehirngewaschen durch die Masse der vorteilbringenden Irrtümer, so benebelt hier, also diese Ausdünstung hier, da ist diese Ausdünstung all dieser vorteilbringenden Irrtümer in unsere Köpfe, denn über die Journalisten kommt das ja alles in unsere Köpfe rein, über die Spielfilmemacher, über die Politiker, strömt ja dann alles zurück in unsere Köpfe, ja, quasi aus den Sparten. Wir sind ja oft Teil der Sparten, es gibt ja nur wenige spartenfreie Menschen und erstmal kriegen wir dort unsere professionellen vorteilbringenden Irrtümer beigebracht in der eigenen Sparte und zum Beispiel in der Polizeisparte kriegen wir beigebracht, wie wir so ineffizient Polizeiarbeit machen, dass möglichst die Täter immer mehr werden, damit die Karrieremöglichkeiten der Polizisten sich ansteigen. Das gleiche gilt für Richter und Staatsanwälte und so weiter, damit am Ende kräftig Täterschutz vor Opferschutz geht, dann werden die Karrieremöglichkeiten aller Beteiligten besser. Ja, und so ist das quasi hier letztendlich
diese Ausdünstung, also unsere Köpfe sind also von oben bis unten voll mit vorteilbringenden Irrtümern. Also eigentlich wissen wir gar nicht, ob wir überhaupt auch nur eine Wahrheit noch wissen. Wir wissen nur, dass wenn wir jetzt die Gemeinwohlwirtschaft einführen, dass dann so ganz schnell diese Diktatur der Sparten endet und eben sozusagen die Sparten sozusagen überall die, ja, um es nochmal zurückzugehen hier, überall die, ah, ich bin wieder falsch, ne, überall die die Vorteil, die Irrtümer aussterben und die Wahrheiten sich dann als vorteilbringende Wahrheiten, also in der Gemeinwohlwirtschaft erweisen sich Wahrheiten als vorteilbringend. Ja, und dann erst werden wir erfahren, was wirklich wahr ist. Also, dann werden wir erst erfahren, ob wir, welche Nahrung wirklich zu unserem Genbestand passt. Das werden wir alles erst erfahren, nach lange Zeit oder einige Monate bis Jahre nach Einführung der Gemeinwohlwirtschaft, weil erst dann sich nur noch die Wahrheit rechnet, ja, und so, ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, deswegen zum Beispiel kann man Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand müssen wir messen bei Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Das gilt auch bei den Kunden der Politiker, also zum Beispiel in der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung, würden wir dann messen, wie wirkt sich Söders Regierung auf das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand der bayerischen Bürger aus und wie wirkt sich das Wirken von Kretschmann und seiner Regierung, der Gesamtregierung auf Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der baden-württembergischen Bürger aus und dann das entsprechend wird die Bundesliga, die Rangliste, die Bundesliga-Tabelle aussehen und die Absteigerländer, in denen gibt's vorgezogene Neuwahlen, weil die offensichtlich überhaupt nicht in der Lage sind, ihren Bürgern gut zu tun, sondern zu viel auf Lobbyisten oder auf irgendwas hören, übrigens, was es dann gar nicht mehr gibt. Das war jetzt ein Fehler von mir, denn in der Gemeinwohlwirtschaft wird als einziger Beruf sofort absolut verschwinden, der Lobbyismus. Das rechnet sich nämlich einfach nicht mehr, denn sie können ja keine Profite mehr machen auf Kosten der Bevölkerung, sondern nur noch, indem sie Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bevölkerung fördern insgesamt und damit erübrigt sich jeglicher Einfluss der Konzerne und von Lobbyisten auf die Politik. Wir kriegen also eine völlig konzernfreie, lobbyistenfreie Politik. Naja, also, und dann die Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, das sind alles Details, darüber kann man alles diskutieren, aber das ist, ja, dann noch einmal zur Erinnerung hier, also die, was überhaupt nicht funktioniert, ist also Pseudokommunismus und die soziale Dreigliederung des Sektenbegründers Rudolf Steiner von dieser Anthroposophensekte, die die Basispartei zerstört hat, sozusagen. Diese Dinge sind also wohlstandsvernichtend, sehr stark wohlstandsvernichtend und dabei auch noch wohlfühlensvernichtend. Und nur dieser Bereich hier, dieser Bereich hier, die weltberühmte GWÖ, und so weiter. In diesem Bereich, dem gemeinwohlwirtschaftlichen Bereich, liegt Wohlstandssteigerung, drastische Wohlstandssteigerung als Möglichkeit, wobei man da bei der GWÖ ein Fragezeichen hinstellen muss, denn er hat einige riesige Fehler in seinem Konzept drin, der Herr Felber, die dazu führen würden, dass sie eher wohlstandsgefährdend sein könnten. Aber hier ist die Wohlstandsförderung und die Wohlfühlensförderung ist auch in diesen Bereichen natürlich besser als hier, denn auch dafür hat er nicht genügend Mechanismen eingebaut. Ne? Und darin leben wir halt, die in der neoliberalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaft, die ist eben der Gesundheitszerstörer schlechthin, der Krankmacher schlechthin,
der ausschließlich eine krankmachende, ein krankmachendes Gesundheitswesen zulässt, denn wer im Moment wirklich Gesundheit fördert, hat eigentlich in diesem Markt eigentlich gar keine Überlebenschance. Ja, das gibt immer nur Ausnahmen, die ziemlich viel, auch ein paar Wahrheiten und ein paar gesunde Aspekte bringen und die dann noch halbwegs irgendwie überleben können, aus irgendwelchen Gründen, aber eigentlich langfristig in diesem Markt überhaupt keine Überlebenschance haben, ja? So, und dann haben wir hier, das ist nochmal die Diktatur der Sparten, da können Sie selbst nach Belieben mal alle Sparten, die Ihnen einfallen, eintragen sozusagen. Hier sind schon mal ein paar reingekritzelt, die Sozialsparten als die gefährlichsten Sparten der Welt, also hier, und die Weltsozialsparten, die NGOs als die zweitgefährlichsten Sparten der Welt, das sind die, die quasi dafür sorgen, dass das Elend in aller Welt aufrechterhalten bleibt, so zum Beispiel die Welt, sowas, so die Hunger Hilfen in der Welt und so weiter, die alle da, wo die Geschäftsführer davon leben, dass es möglichst viel Hungernde in der Welt gibt und dafür sorgen sie mit ihren vorteilbringenden Irrtümern auch, dass wir alle so gehirngewaschen sind, dass wir alles mithelfen, dass es möglichst morgen auch wieder genügend hungernde Menschen gibt, sodass dann die wieder möglichst viel Spenden sammeln können, zum Beispiel, ja. Ja, und Sie sehen es ja, und die Waffensparten da, die sorgen dann wieder dafür, ja, dass so Geschichten aufkommen. Ja, ach, guck mal, der Staat hat ja, der hat ja richtige Massenvernichtungswaffen und bedroht die ganze Welt. Und dann fressen die auch noch Kinder dort oder töten Kinder und holen sie aus den Brutkästen raus und schlagen sie tot und knallen sie auf den Boden und so weiter. Ja, da müssen wir sofort militärisch eingreifen und dann verdient eben die Waffensparte wieder sehr gut, ne? Und die Stahl- und Waffensparten und so weiter, ja. Auch die revolutionären Konzepte mancher Linksradikaler, da freut es, die werden auch unterstützt von der Waffenindustrie, denn solche Bürgerkriege bringen auch hübsche Umsätze, ne? Und so weiter, ja. So ist das immer schön hier. Da kann man es nochmal andersrum lesen, kann man manche Worte besser lesen. Und hier also nochmal das Bild, das ist das entscheidende Bild der Diktatur der Sparten. Ne? Und ja, jetzt gucken wir nochmal weiter. Ja, zum Beispiel die Sozialsparten mit ihrem zentralen vorteilbringenden Irrtum, das ist alle Kinder, alle Neugeborenen potenzielle Genies sein. Also da wird die Tatsache der genetischen Unterschiedlichkeit verleugnet und dadurch wird die Gesellschaft dazu manipuliert, dass sie überschwemmt wird von lauter leistungs- und arbeitsunfähigen Menschen und Nachwuchs sozusagen und wir kaum noch Nachwuchs von Fachkräften, von fähigen Leuten, von hochqualifizierten Frauen haben und stattdessen lauter zukünftige Sozialfälle, über deren anhand derer dann die Sozialsparten tolle Karrieren machen können. Ne? Ja, genau, das ist nochmal das Bild. Da, ja, und wie gesagt, noch einmal, die kriminellen Lügen sind ein verschwindend geringer Anteil in dem antikooperativen Geschehen innerhalb der Marktwirtschaft, das meiste. In der Marktwirtschaft gibt es natürlich einen winzigen kooperativen Anteil. Immerhin führt unser Nahrungssystem dazu, dass wir nicht sofort innerhalb von 3 Wochen an Hungern sterben. Also wir überleben irgendwie, nur eben der antikooperative Anteil ist, dass wir halt krank überleben. Ja, wir überleben, das ist der kooperative Anteil. Wir werden aber gleichzeitig vergiftet, das ist der antikooperative Anteil. Und ja, und weil für den kooperativen Anteil gibt es vielleicht ab und zu mal auch die eine oder andere Wahrheit, aber das Größte, das Riesigste sind die VIs, die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, die irrationalen Kognitionen. Und die Verschwörungstheoretiker haben Unrecht, dass sie überall kriminelle Lügen wittern, das sind fast immer nicht bewusste vorteilbringende Irrtümer, also alle sind unschuldig, niemand verschwört sich, die Marktwirtschaft selbst ist das Übel und nichts sonst. Ja,
Ja, und deswegen, und wir müssen auch liebevoll mit unseren Milliardärs, Politik und Journalistenkönigen sprechen darüber und müssen sie mit ins Boot holen für die neue gemeinwohlwirtschaftliche Welt, ja. Und hier die gefährlichen Weltsozialsparten, ja, also das waren die letzten, auf die wir noch reingefallen waren, dass wir dachten, da könnte irgendwas Wahres daran sein. Auch hier geht's nur darum, den Planeten weiterhin zu beschädigen, um Spendengelder zu sammeln. Das ist jedenfalls unser Eindruck bei allen Weltsozialsparten mittlerweile. Es ging dort vielleicht immer am Anfang darum, um irgendeine Lösung für die Menschheit. Und am Ende geht es nur noch darum, die Weltprobleme zu erhalten, um die Spendengelder kassieren zu können. Ja? Und ja, und das habe ich ja schon deutlich gemacht, dass eben die Frage ist hier, wie viel Gendefekte weist so etwa ein Ungeborenes auf und wird es vom Körper abgetrieben oder entscheidet sich die Mutter nach der Geburt, mein Neugeborenes gehört ganz allein mir, gegen das Leben dieses Kindes oder für das Leben des Kindes. Und ja, das ist, ja, denn sonst, wie gesagt, in der Marktwirtschaft hat eben werden generell, ich habe es ja eben angedeutet, genschwache, also das heißt genetisch leistungsschwache Kinder gezüchtet durch die Sozialsparten und genetisch defekte Kinder werden durch die Gesundheitssparten gezüchtet und in der Gemeinwohlwirtschaft wird das alles umgedreht, so dass also Verdienstzuschüsse nur noch kriegt, wer eben Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner bewiesenermaßen fördert, der kriegt höhere Verdienstzuschüsse und alle anderen gehen pleite. So einfach ist die Gemeinwohlwirtschaft, ja. Ja, und dann noch mal kurz die Absage an alle Rassisten. Wir brauchen also gute Gene aus aller Welt. Die schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, wenn die dann mit länger hier lebenden, sozusagen Männern hier ihre Kinder in die Welt setzt, dann begrüßen wir das, damit bringt sie gute, frische Gene in unseren Genpool rein und befruchtet uns, denn nichts ist kränklicher als die Reinrassigkeit. Gucken Sie sich die ganzen Reinrassigkeitszüchtungen bei Hunden an, die alle Krüppel sind, mehr oder weniger, und anfällig und was auch immer. Wir brauchen also frische Gene aus allen Teilen der Welt, aber bitte doch schön, bitte schön. Bitte schön, ja, doch nur hier aus dem Bereich der leistungsfähigsten, die leistungsfähigsten aller Welt. Also wir müssen immer gucken, verbraucht ein Mensch mehr Infrastruktur, also kostet er eine Gesamtgesellschaft mehr, als er einzahlt, dann sollten wir ihn gewaltigst draußen halten aus unserem Lande. Und auch solche Kinder sollten nicht geboren werden, sondern geboren werden vielleicht schon, aber dann eben nicht von den Müttern nicht für das Leben entschieden werden, sozusagen. Mein Neugeborenes gehört ganz allein mir. Und ja, und so, aus diesem Bereich. Nehmen wir mal an, hier wäre jetzt die Grenze oder hier wäre die Grenze. Sagen wir mal, hier wäre die Grenze. Diese Menschen alle verschleißen mehr Infrastruktur und erzeugen mehr Infrastrukturkosten, also verbrauchen mehr Straßen, machen mehr Straßen kaputt, mehr sonstige Sachen kaputt, und ja, kosten mehr Schulen und so weiter, als sie einzahlen. Ne? Und ab hier wird mehr eingezahlt, als verschlissen wird an Infrastruktur. Und unser Einwanderungsgesetz muss dafür sorgen und auch unser geändertes Asylrecht muss eben dafür sorgen, dass ausschließlich hier
Zuwanderung und Zuwachs geschieht und Nachkommenschaft geschieht, sonst geht ein Land automatisch kaputt. Und jetzt gucken wir nochmal, wo ich das Bild finde. Ah ja, hier können wir es nochmal deutlich machen. Also wenn hier ist jetzt der rote Krisenherd, ja, Syrien zum Beispiel, dann baut Deutschland als erstes seine pro 1 Million Einwohner seine 83 Asylplätze auf. Und guckt dann, USA baut seine 300, über 300 Asylplätze auf für jede Million Bevölkerung ein. China 1.300 oder 1.400 Asylplätze und so. Und wenn dann die ganze Welt ihre Asylanlagen darum gebaut hat, dann läuft das also so. Die ganzen Leute können dahin flüchten und dann wieder nach Hause zurück. Und dann gibt es hier eine ganz kleine Einwanderungsgeschichte, wo über online die mit den, zum Beispiel mit den deutschen Arbeitgebern verhandeln können und wo dann eben die Top-Leute, die mit, wo ist es, die Top-Leute hier mit aus diesem Bereich, hier aus diesem Bereich, aus aller Welt, herzlich willkommen sind bei uns und uns gute Gene und hohe Qualifikationen und hohe Fähigkeiten und alles reinbringen ins Land sozusagen und da freuen wir uns drüber. Und sozusagen, ja, das ist ja die endgültige Absage an jeden Rassismus, ne? Und denn die Biologie ist antirassistisch, ja? Die deckt auf, wir brauchen gute Gene aus aller Welt, ständig frische Gene, immer mal ein bisschen und so weiter. Ja, es muss nur jetzt unterbunden werden, natürlich, dass die ganzen Parallelgesellschaften müssen unterbunden bzw. zurückgefahren werden. Auch dafür gibt es natürlich Lösungen und so weiter. Das ist alles kein Problem. Das kann man alles technisch bewältigen, indem man zum Beispiel Menschen ihre Staatsbürgerschaften wieder abkauft und einen Vertrag schließt, dass sie nie wieder zum Beispiel den Boden Deutschlands oder der USA oder was auch immer betreten dürfen, ne? Und dann gibt es ja auch so Regeln, wie wer sich in einem Lande aufhält und dort aufgegriffen wird ohne gültige Aufenthaltserlaubnis und ohne offizielle Einreise und staatlich genehmigte Einreise und so weiter, der landet 10 Jahre im Gefängnis ohne Möglichkeit der Verkürzung der Strafe. Und wenn das erstmal einmal, zweimal diese Strafe ausgesprochen wird, später kann man ja die dann begnadigen, ja, aber wenn die ganze Welt erstmal schockartig mitgekriegt hat, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, sich in Länder reinzudrängen, ohne über das Einwanderungsgesetz zu kommen, also hier die Asylanlagen sind, also hier Frankreich oder was und die verschiedenen Staaten der Erde, die Asylanlagen sind also Einbahnstraßen, rein in die Asylanlage, wieder zurück ins Heimatland nach Beendigung der Krise. Und der Lebensstandard in den Asylanlagen darf natürlich nur auf dem untersten Lebensstandard in Syrien, also der Lebensstandard, der in Syrien als zumutbar empfunden wird, genau den realisieren die Asylanlagen, ja, so dass dann auch da keine kein Wirtschaftsflüchtlinge geschehen, getriggert wird sozusagen, angereizt wird, ne? Ja, und dadurch erfüllt Deutschland und die Welt seine humanitären Verpflichtungen und die nur ganz strenge Einwanderungsgesetze sorgen dafür, dass Deutschland wieder wirtschaftlich konkurrenzfähig wird, denn das muss man nochmal dazu sagen, Deutschland wird kaputt gehen, wenn es so weitermacht wie bisher, warum wird es kaputt gehen? Die anderen Staaten sind doch auch marktwirtschaftliche Staaten, die ruinieren sich doch genauso schnell wie Deutschland. Nein, leider nicht ganz. Leider ruiniert sich Deutschland schneller als die anderen Staaten, denn Deutschland hat die erfolgreichsten und aufgeblähtesten Sozialbürokratien, Sozialsparten, Arbeitsamtssparten, das aufgeblähteste Hartz-IV und sonstige System und Wohlfahrtssystem. Überall gibt es Sozialleistungen und so weiter. Es gibt fast mehr, ich mache jetzt einen Scherz, fast mehr Sozialberufler und Sozialspartler als Bürger. Ja, auf jeden Fall sind wir auf dem Weg dahin und überall wird geschenkt.
geschenkt und gegeben und Kleidung kriegt man kostenlos, Nahrung, alles ist, wir sind eigentlich nur noch eine Sozial- und Wohlfahrtsgesellschaft. Und das führt natürlich dazu, dass in Deutschland viel schneller als in jedem anderen Land der Erde, jetzt bin ich in der falschen Richtung wieder unterwegs, in Deutschland viel schneller als in jedem anderen Land der Erde. Wir haben also jetzt die Situation hier, wenn wir jetzt mal die Intelligenz hier festschreiben, dann verschiebt sich die Wanderdüne in Deutschland ständig in diese Richtung. Also das ist Richtung Null Intelligenz, das ist Richtung höchste Intelligenz. Und dann verschiebt sich die Wanderdüne durch den Einfluss der Sozialsparten wahnsinnig schnell in Richtung dessen, dass immer mehr Menschen sich in Deutschland befinden, die absolut leistungsunfähig und arbeitsunfähig sind. Immer mehr davon. Und das auch immer mehr werden. Und dafür sorgen ja dann die Sozialsparten, dass diese Armee der Leistungsschwachen, der Minderleister immer größer wird, sozusagen, ja. Und das geschieht in Deutschland schneller als in jedem anderen Staat der Welt. Also wird Deutschland kaputt gehen. Und die Staaten, die in denen sozusagen diese Zerstörung der Intelligenz der Bevölkerung etwas langsamer läuft, die werden sich natürlich länger halten, ne? Und diejenigen, bei denen das Tempo der Selbstzerstörung durch ständigen Zuwachs an Sozialfällen und Minderleistern am langsamsten geschieht, die werden im Wettbewerb unter den Blinden ist, der Einäugige, der König, werden als Einzige dann überleben in der Evolution langfristig, während Deutschland dann schon lange ausgestorben sein wird, ne, und kaputt gegangen sein wird, untergegangen sein wird wie das Römische Reich. Ne, ne. Vielleicht hatte das Römische Reich auch ein zu großes Sozialsystem und ist daran gestorben. Na, wir wissen es, das müsste man mal untersuchen. Ne? Dann schauen wir mal weiter. Also ich mache jetzt nochmal das Bild auf hier. Das ist eigentlich die Schlüsselkritzelei, gell? Die Diktatur der Sparten, die Gleichgeschaltetheit der Gehirne, ja, das heißt, sie kriegen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer nur die vorteilbringende Irrtümer der Sparten zu hören. Wenn da ab und zu mal so in Atem mal so eine Wahrheit durchkitzelt, dann ist das bedeutungslos. Das ist das bisschen, was da ab und zu so an Wahrheiten aufzuploppen versucht, das wird schnell wieder runtergebuttert und das ist alles kein Problem. Das funktioniert schon alles perfekt, ne? Ja, also nochmal, der öffentlich-rechtliche Journalismus oder die öffentlich-rechtlichen Medien sind Gehirnwäschehelfer, Propaganda- und Manipulations- und Werbehelfer der Sparten, aller Sparten der Gesellschaft. Ja. So, jetzt lese ich mal hier so rückwärts noch ein paar Kurznachrichten vor. Ja, hier, wo ist es? Das muss ich lesen. Ich fange mal hier irgendwann an. Propaganda. Ach ja, da die schöne Propaganda, die zurzeit läuft. Da wird so, bei GMX war das so schön zu sehen, da wird so eine neue Spaltung aufgemacht. Hier die Egoisten, das sind die Ungeimpften, und da dort die Solidarischen. Jetzt haben wir ja gelernt, wie die Wahrheit ist, ja? In Wirklichkeit ist es so, da sind die dem Gesundheitssystem Misstrauenden, das sind die, die beschimpft werden als Egoisten, und die Solidarischen sind die Vertrauensseligen gegenüber einem Killer-Gesundheitswesen, nämlich einem marktwirtschaftlichen Gesundheitswesen, einer marktwirtschaftlichen Gesundheitssparte, blind vertrauensselig Vertrauende, Menschen, das sind eigentlich die Dummen, ne? Das sind die dummen Opfer. Die sich jetzt so erhöhen als die Solidarischen
und dazu neigen, die vermeintlichen Egoisten und vermeintlichen Bösen sozusagen zu verfolgen, vielleicht jetzt auch mit Waffengewalt und mit körperlicher Gewalt und so weiter, so vielleicht auch irgendwann in KZs zu vergasen und so weiter, das sind eigentlich die dummen Opfer. Also wenn sie bis jetzt sozusagen, wer bis jetzt all diese Gehirnwäsche geglaubt hat, der ist halt das Opfer und ja, und da wir ja so viele Menschen haben, die diese kleinen Gehirne haben, also die niedrigen Intelligenzquotienten und kleinen Gehirne haben, ist doch klar, dass die alle, naja, dass die alle alle mitlaufen, ne? Und dass die alle Opfer werden denn Marktwirtschaft ist identisch mit Propaganda. Es gibt also Marktwirtschaft ist Propaganda, da gibt's nichts anderes. Ja, ich lese mal weiter. Öffentlich-rechtliche Medien sind die Werbetreibenden der Konzerne und sind konzernhörig und auch Werbetreibende aller anderen Sparten. Ne? Ja, solidarische gegen Egoisten? Nein, in Wirklichkeit ist es vertrauensselige Opfer versus berechtigt Misstrauende. Ja, denn die Naturwissenschaft sagt, das Misstrauen gegenüber den Sparten ist die einzig realistische Sichtweise. Alles andere ist Unwahrheit. Und der Witz ist ja, das geht ja so weit, dass Menschen, die irgendwann einmal vielleicht in Zukunft Viren in sich haben könnten, ja, also das heißt, alle Menschen werden jetzt desinfiziert, aber mehr in der nächsten Sendung, ne? Alle Menschen werden desinfiziert.